Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell Blacklist. Mein Name ist Sierra von Quartex Displays. Ja, und wir sind bei der dritten Mission von den Fort Echelon Missionen. Und zwar von Charlie. Und zwar die ägyptische Botschaft. Mal gucken, was uns noch fehlt. Der Computer fehlt uns noch. Mal gucken, ob wir uns direkt holen können. Grim scheint von den Daten aus den toten Briefkästen beeindruckt zu sein. Meine Freunde sind gut informiert und extrem neugierig. Sehr nützliche Leute. Ja, ich muss nur aufpassen, dass wir sie nicht neugierig machen. Gute Idee. Kam von denen was Neues? Verschiedenes, aber mein Bauchgefühl sagt mir, uns interessiert nur das in Bratislava. Keine Ahnung wieso. Ich vertraue deinem Bauchgefühl. Das finde ich aber nett von dir. So, Welle 1 und starten. Ägyptische Botschaft in Bratislava. Ladebildschirm, bisschen schneller bitte. Hab schlechte Nachrichten, Sam. Kannst mir denken, wenigstens konnten wir vom Auftauchen der Ingenieurs den Briefkasten leeren. Die Ingenieurs versuchen, das Botschaftsgebäude zu stürmen. Kannst du dich verteidigen, bis wir dich abholen? Wo ist der Laptop, frage ich mich gerade. Wir haben noch ein paar Sekündchen. Da ist er. Es wird in 5 Sekunden zu Feindkontakt kommen. 5 Sekunden reicht. Ah, ich hasse Türen. Ah, Kacke. Deswegen habe ich ihn nicht gekriegt. Ach, da ist ja einer. Komm her. Boah, das war knapp. Könnte Hilfe bei der Suche gebrauchen. Kacke. Ach, der letzte schon. Das ging aber schnell. Das war der letzte der Angriffswelle. Deswegen habe ich letztens den Laptop nicht bekommen. Sieht aus, als hätten die Verstärkung erhalten. So, hier ist auch ein Koffer. Zu dem gehe ich immer. Mach natürlich auch das Licht hier aus, wenn es geht. Sekunden Kontakt. Zack. Zack. Ja, dieser kommen sie aus der Straße da. Ach, da ist schon einer. Einer weniger. Oh. Ach, da. Eins. Wow. Steh auf, steh auf. Du lebst noch. Kack, Granate, ey. Ah, wollen die jetzt hier hochkommen? Sollen sie. Kommt hoch. Schlaft erstmal eine Runde. So, noch jemand? 3 Stück. Sehe sie aber nicht. Da. 1, 2, 3. So. Die überlebenden Gegner ziehen sich zurück. Zeit für eine kurze Verschnaufpause. Durchhalten. Die bereiten gerade den nächsten Angriff vor. Ich muss mir eine bessere Position suchen als das hier. So, von wo kommen sie denn diesmal? Man muss auch aufpassen, manchmal ist da oben ein Sniper-Typ zu sehen. Habe ich auch schon gehabt. Ich weiß nicht, in welcher Runde, ich glaube in der 4. So. Noch 11. Noch 9. Kacke, sie haben mich. Beginnt damit den Bereich
glaube ich zumindest. Ey. Der ist für mich. Kacke. Oh, Glück gehabt. Ah, die Runde kriegen wir aber schnell hinter uns. Jetzt kommt aber die schwerste Runde. Vorsicht, Sie treffen Vorkehrungen für den nächsten Angriff. Ah ne, die vorschwerste. Ah, es muss hier irgendwo ein Ort sein. Oh, da kann man nicht. West- und Oststraße kommen sie. Sniper ist immer noch nicht zu sehen. Das ist sehr gut. Hier ist ein Eindringling. Sucht nach ihm. Boah, die sieht man immer so schlecht. Da unten drin ist einer. Da kommt einer. Hui! Ich glaube, wir haben einen Eindringling. Kommt schon. Wir haben Besuch. Ich warte auf euch. Ach du Kacke, da kommen drei. Ach, geht doch. Ah, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt haben sie mich aber. Wo sind sie denn? Noch zwei Stück. Einer ist da hinten. Und den letzten habe ich, glaube ich, von da gehört. Ah ja, wenn ihr das Datenpaket sucht, das ist da vorne, in diesem Häuschen. Dann müsst ihr die grüne Stange hoch, hier rüber und dann hoch, rüber und dann irgendwie so, keine Ahnung. Weiß selbst nicht mehr. Ah, die verstecken sich echt da hinten. Na los, runter mit dir. Nummer 1 und da ist Nummer 2. Da ist der! Es nähern sich keine weiteren Angreifer. Fürs Erste. Gut. Dann wieder einmal nachladen. Nicht unvorsichtig werden. Die bereiten den nächsten Angriff vor. Feindkontakt in 5 Sekunden. Ach scheiße, die zwei Ziele. Der einer ist da. Wissen, und jetzt kommt auch der Sniper. Da geht damit alles zu durchkämpfen. Oh, zwei müssen wir gefangen nehmen. Super. Das habe ich natürlich total vergessen jetzt. Ist schwer verletzt, aber ja. Na komm her. Leg dich hin. Scheiß Sniper. Kacke. Ach. No, haben die echt eine Granate nach mir geschmissen und das Hauptziel ist dabei gestorben. Das ist echt kacke, ey. Der gegnerische Anführer wurde als wichtiges Ziel identifiziert. Da ist ein Hauptziel, aber hier kam da noch eins raus, oder nicht? Ein Eindringling.
So, leg dich hin. Leg dich hin, schnell weg. Will ich schon wieder eine Granate nach mir schmeißen, ne? Wichtiges Ziel verpackt und verschnürt. Lass mal abhauen hier. Scheiß Sniper, ey. Achtung, Granate aus! Nicht Granate. Komm, runter, runter mit dir. Schnell, 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 schnell. Gute Arbeit. So, erstmal rein. Hinten raus. Und verstecken. Hui, gut. Beide Hauptziele haben wir. Es sind nur noch 12 Gegner. Das ist gar nicht gut. Ah doch, das ist gut. Eins. Zwei. Drei. Gut, der Sniper kriegt mich von hier aus auch nicht. Schenken wir uns mal hier. Boah, jetzt sind nur noch Sniper da oder was? Ist noch ein Einzelner. Da ist er! Bin festgenagelt! Starker Beschuss! Da bin ich an ihn ran! So, echt viel Sniper noch. Na super. Einer weniger. Zwei weniger. Die kriege ich von da aus nicht. Den habe ich aber. So, jetzt der letzte noch. Den werde ich wohl kriegen. So, durchatmen. Die Kommandos sind zurück. Ein Heli holt euch gleich ab. Nee, nicht bleiben. Aber auch noch eine wichtige Zielperson schnappen. Nicht bleiben, nicht bleiben. Schön weg hier. Leite Exfiltration ein, bevor die nächste Angriffe erfolgt. Gute Arbeit. Manchmal ist das echt, ja, nervenraubend. Deswegen konzentriere ich mich auch bei diesen Missionen teilweise ganz gut. Deswegen labe ich ein bisschen weniger, tut mir leid. Überspringen. Ja, das war dann auch schon die dritte Mission von Charlies Fort Echelon Mission. Und bei Charlie und bei Coben war das, glaube ich, Charlie und Briggs. Die Koop-Dinger und hier diese runden Dingern. Nicht runden. Wie heißen die nochmal? Wellen. Genau. Wellen Fort Echelon Mission. Davon gibt es jeweils vier. Und deswegen sehen wir uns das nächste Mal wieder bei der vierten Mission von Charlie. Und bis dahin, danke ich auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.